Grüß Gott, mein lieber Karl. Lange haben wir uns nicht gesehen und ich freue mich, dich endlich wiederzutreffen. Komm doch bitte herein. Sei mir gegrüßt, lieber Peter. In der Tat sind viele Monate seit unserem letzten Zusammensein ins Land gegangen, in denen ich mich intensiv auf das morgen beginnende Konzil vorbereitet habe. Mach es dir bequem. Nach der anstrengenden Fahrt wirst du etwas Erholung brauchen. Der Erholung bedarf ich nicht, denn ich bin voller Energie und Tatendrang. Ich freue mich schon auf die Auseinandersetzung um die geistige Neuorientierung der Kirche in der Konzilsaula, die ihr einen Frühling bringen soll. Ja, auch ich erwarte mir vom Konzil, dass als seine Frucht unserer Kirche ein neuer Frühling geschenkt wird. Aber wie soll er Wirklichkeit werden? Wir haben am Telefon ja schon kurz über diese Problematik gesprochen und ich gestehe, dass mich deine Ansichten und Absichten beunruhigt haben. Da ich sie aber nicht im Einzelnen kenne, möchte ich dich bitten, sie mir heute Abend zu erläutern. Gerne will ich dir meinen Plan erläutern. Du kennst, mein Freund, vielleicht das schöne Gedicht von Christian Morgenstern, das mit den Worten beginnt: Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht haben. Deshalb will ich vor allem über die Ziele sprechen, die ich mir für das bevorstehende Konzil gesetzt habe, und dabei auch über die Wege, wie ich sie zu erreichen gedenke. Ich träume ja schon lange von einer anderen Kirche, einer volksnahen Kirche, einer Kirche, die dem modernen liberalen Staat die Hand reicht und die auch auf die anderen Religionen zugeht. Auch ich möchte auf die Welt und auf die anderen Religionen zugehen, sehe aber große Probleme, wie sich das mit dem Selbstverständnis unserer Kirche in Einklang bringen lässt. Im Klerus hat der Aufbruch ja schon begonnen. Unsere Priester stört es in zunehmendem Maße, Hochwürden genannt zu werden. Sie wollen nicht mehr der auserwählte Gottesmann sein, bei dessen Anblick jeder Mann an seine ewige Bestimmung erinnert wird, sondern sie wollen ganz normale Bürger sein. Darüber hinaus fordern sie eine auf den Alltag bezogene Liturgie. Deshalb sprechen sie auch lieber von Eucharistiefeier als von heiliger Messe, um das Gemeinschaftliche dieses Geschehens zu betonen. Gemeinschaftliches demokratisches Handeln soll künftig Trumpf auf allen Ebenen in der Kirche sein. Und das Konzil soll die Rahmenbedingungen für diesen Umschwung schaffen, insbesondere die Rahmenbedingungen für eine neue Messordnung. Im Mittelpunkt aller Bestrebungen soll nicht mehr Gott, sondern der Mensch stehen. War die Kirche also bisher theozentrisch geprägt, so soll sie nun anthropozentrisch geprägt werden. Aber die Kirche wird sich doch selbst untreu, wenn sie in einer Weise auf die Welt und auf die anderen Religionen zugeht, dass nicht mehr Gott, sondern der Mensch im Mittelpunkt steht. Doch bevor wir uns diesem Problem zuwenden, soll uns vorher dieser Rotwein erfreuen. Prosit. Prosit. Assmannshäuser Höllenberg, Spätburgunder Spätlese. Er stammt aus dem überaus prächtigen Rheingau, wie Goethe sagt. Und dann auch noch der große Jahrgang 1953. Welch ein edler Wein. Glutvoll und samtig weich zugleich. Mit duftig-fruchtigem Bouquet. Harmonisch, ohne jede Untugend. Ja, ohne jede Untugend. Im Gegensatz zu uns, die wir arme Sünder sind. Doch nun zurück zu unserem Problem. Ich will in der Tat eine andere Kirche. Eine Kirche, bei der sich nicht nur die Beziehungen zur Welt und zu den anderen Religionen verbessern, sondern in der diese Beziehungen auf eine völlig neue Grundlage gestellt werden. Aber diese Verhältnisse bestimmen sich doch nach dem Selbstverständnis der katholischen Kirche. Du kannst sie gar nicht grundsätzlich verändern, weil das Selbstverständnis unserer Kirche diesem Vorhaben einen Riegel vorschiebt. Du hast den springenden Punkt erkannt. Eine grundsätzliche Änderung jener Beziehungen setzt eine Veränderung des Selbstverständnisses unserer Kirche voraus. Inwiefern willst du denn das Selbstverständnis der Kirche verändern? Gerne will ich dir darlegen und anschließend auch die Konsequenzen aufzeigen, die sich aus diesem veränderten Selbstverständnis der Kirche ergeben. Aber du musst mir versichern, dass du zu niemandem über das sprechen wirst, was ich dir heute Abend enthülle. Darauf hast du mein Ehrenwort. Nun denn, zunächst der große Bogen. Wer das Konzil richtig verstehen will, der muss als den Mittelpunkt des Ganzen das neue Verständnis der Kirche von sich selbst erkennen, das ich durchsetzen werde.
Auf der Grundlage dieses neuen Selbstverständnisses werde ich anschließend das Verhältnis zur Welt und zu den anderen Religionen auf eine neue Grundlage stellen. Nun zur Umsetzung. Die von mir angestrebte Veränderung des Selbstverständnisses der Kirche werde ich in einer Reihe von Schritten durchführen, die gut aufeinander abgestimmt sind. Lass mich dir im Bilde erklären, worauf alle diese Veränderungen abzielen. Nach dem Selbstverständnis der katholischen Kirche steht diese ganz da oben. Und die Welt, sowie die anderen Religionen, sind ganz unten. Wenn ich mich denen annähern will, die unten sind, dann muss meine Annäherungsstrategie in zwei Richtungen gehen. Erstens muss ich unserer Kirche die konkurrenzlose Hoheit nehmen, sie also von ihrem hohen Podest herunterholen, und zweitens muss ich die Welt und die anderen christlichen Religionen hochheben. Kurz, ich muss die katholische Kirche abwerten und die anderen Religionen und die Welt aufwerten. Das ist die Doppelstrategie, die ich verfolge. Du solltest nicht vergessen, dass es Christus selbst war, der seine Kirche auf das hohe Podest gehoben hat, indem er sie stiftete und ihr die Heilsgüter anvertraute. Aber lassen wir das einmal zur Seite. Ich möchte wissen, wie die Schritte aussehen, mit denen du deine Doppelstrategie zu verwirklichen gedenkst. Zunächst einmal gilt es, ein großes Hindernis zu beseitigen, das der Verwirklichung meines Vorhabens im Wege steht. Ich muss erreichen, dass die Vorlagen der vorbereitenden Kommission abgelehnt werden, denn diese tragen die Handschrift der Konservativen. Wenn das gelungen ist, und dafür stehen die Chancen gut, denn die meisten Väter wollen einen Wandel, dann ist meine Stunde gekommen. Denn dann steht die Bischofsversammlung ohne Diskussionsgrundlage da, und ich kann mehrheitsfähige Vorlagen erarbeiten, die meine Handschrift tragen. Dabei baue ich auf die hochkarätigen Berater derjenigen Väter, die auf meiner Seite stehen, wie Rana, Lübeck, Konga und Chilebeeks, die schon lange auf einen Wandel in der Kirche hoffen und die zur Zeit von Pius XII. Zum Teil mit der römischen Zensur schmerzhafte Bekanntschaft gemacht haben. Seit Johannes XXIII. Am Ruder ist, wittern sie Morgenluft. Einige von ihnen können sich schon seiner Gunsterweise erfreuen und hoffen, dass nun noch viel deutlicher die Stunde ihrer Rehabilitierung schlägt. Deine Rechnung mit der Ablehnung der Vorlagen könnte aufgehen. Aber nun sage mir endlich, wie du das Selbstverständnis der Kirche ändern willst. Ich werde zunächst die katholische Kirche dadurch herabsetzen, dass ich ihre Heiligkeit relativiere, indem ich die Kirche als solche mit der Sünde in Verbindung bringe. Gib Acht, mein Freund, dass du dich dabei nicht selbst versündigst. Willst du es wirklich wagen, Hand an eine Wesenseigenschaft der Kirche zu legen? Sagt nicht der heilige Paulus im Epheserbrief, Christus hat die Kirche geliebt und hat sich für sie hingegeben, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Bad im Wasser und im Wort, um sich die Kirche herrlich zu gestalten, ohne Flecken und Runzel oder dergleichen, sondern damit sie heilig und makellos sei. Und bekräftigt nicht, um nur eine Stimme des kirchlichen Lehramtes zu nennen, Pius XI. In seiner Enzyklika Mortalium Animos die Sündenfreiheit der Kirche mit den Worten, die mystische Braut Christi ist ja im Laufe der Jahrhunderte niemals befleckt worden und sie kann nie befleckt werden, nach den schönen Worten Cyprians, zum Ehebruch lässt sich die Braut Christi nicht führen, sie ist unbefleckt und züchtig. Nur ein Haus kennt sie, die Heiligkeit eines Schlafgemaches bewahrt sie in keuscher Scham. Wie kannst du da hoffen, eine Stimmenmehrheit für einen Text zu erhalten, der die Kirche als solche mit der Sünde in Verbindung bringt? Gewiss, dieser Punkt ist heikel und verlangt ein kluges Vorgehen. Die Problematik hängt eng mit der Definition der Kirche zusammen. Ich werde dir nachher auseinandersetzen, dass ich die Volk-Gottes-Beschreibung der Kirche bevorzugen werde und die beiden anderen hauptsächlichen Beschreibungen derselben, nämlich die Kirche als der mystische Leib Christi beziehungsweise die Kirche als die Braut Christi, zurückdränge. Nimm dies bitte für den Augenblick einmal als gelungen an. Und auch den weitergehenden Schritt, dass ich die Kirche mit dem Volk Gottes identifizieren werde.
Diese Identifikation erlaubt es mir, den Unterschied zwischen der Kirche und ihren Gliedern einzuebnen. Und dann schlägt die Sündhaftigkeit der Volksangehörigen auf die Kirche selbst durch. Deshalb kann ich sagen, dass sie der Reinigung bedürftig sei und stets den Weg der Buße gehen müsse. Dagegen wende ich zweierlei ein. Erstens ist die Methode der Ebenenvermischung, nämlich die Vermischung der Ebene der Kirche als solcher mit der Ebene ihrer Glieder, unlauter. Und zweitens wirst du auch nicht durch diesen Trick einen mehrheitsfähigen Text vorlegen können. Lieber Peter, wenn du das schon als unlauter bezeichnest, dann musst du dich auf noch Schlimmeres gefasst machen. Denn ich bekenne dir offen, ich werde meine Ziele nicht erreichen, wenn ich nur moralisch einwandfreie Methoden anwende. Schiller hat schon recht, wenn er den Octavio in seiner Wallenstein-Trilogie sagen lässt, es ist nicht immer möglich, im Leben sich so kinderrein zu halten, wie es uns die Stimme lehrt im Innersten. Wenn ich in dieser Hinsicht meine Unschuld bewahren will, dann kann ich die Revolution gleich an den Nagel hängen. Ein skrupulöser Revolutionär ist ein Widerspruch in sich. Der Revolutionär muss bereit sein, nach dem Motto zu handeln, der Zweck heiligt die Mittel. Doch nun zu deinem zweiten Einwand, dass ich die notwendige Stimmenmehrheit verfehlen werde. Du hättest recht, wenn ich nicht noch ein zweites Mittel einsetzen würde, das du zweifellos ebenfalls unter die anrüchigen Methoden einordnen wirst. An gewissen Punkten darf ich nicht davor zurückschrecken, Widersprüche im Konzilstext zuzulassen. Und das ist ein solcher Punkt. Bei der heiklen Frage nach der Beziehung zwischen Kirche und Sünde muss ich nämlich meinen Gegnern dadurch entgegenkommen, dass ich an der einen Stelle die traditionelle Position zum Zuge kommen lasse, um an anderer Stelle meine Position durchbringen zu können. Deshalb wird es an der einen Stelle zur Beschwichtigung der Konservativen heißen, es wird geglaubt, dass die Kirche, deren Mysterium von der Heiligen Synode vorgelegt wird, unschwindbar heilig ist. Aber an anderer Stelle wirst du in meinem Sinne lesen, dass die Kirche, die in ihrem Schoß Sünder umfasst, zugleich heilig und stets reinigungsbedürftig, immerfort den Weg der Buße und Erneuerung geht. Insofern die Kirche als solche reinigungsbedürftig ist, ist sie natürlich unheilig. Du vertraust offenbar darauf, dass deine Methode zu gewissen glaubenskonformen Aussagen an anderen Stellen diesen widersprechende Aussagen in die Konzilstexte einzuschleusen, deinen Gegnern verborgen bleibt. Was berechtigt dich zu dieser Hoffnung? Mein Freund, es kommt hier sehr auf die Verpackung an. Solche Äußerungen, mit denen ich der überlieferten Lehre widerspreche, muss ich sorgfältig abfedern. Und zwar mit emphatischen Treuebekundungen zu derselben. Eine solche Aussage werde ich in ein Textumfeld einbetten, das den Beifall der Konservativen findet, weil es reichlich ausgestattet ist mit Zitaten aus der Heiligen Schrift, Äußerungen der Kirchenväter und des vorkonziliaren Lehramtes. Dann aber, plötzlich wie der Blitz aus heiterem Himmel, platziere ich den Querschläger und gebe mich anschließend sofort wieder glaubenskonform. Eine solche Tarnung ist unverzichtbar, wenn ich einen mehrheitsfähigen Text vorlegen will, obwohl er Widersprüche enthält. Ich brauche dir nicht zu sagen, dass auch die Einbettung von Querschlägern in ein traditionskonform klingendes Textumfeld zu den unlauteren Methoden zählt. Stellt sie doch zweifellos einen Täuschungsversuch dar, der übrigens bei hinreichend langatmigen Texten erfolgversprechend ist. Aber wie wird man in nachkonziliarer Zeit mit diesen Widersprüchen umgehen? Wenn ich mich der Methode widersprüchlicher Aussagen bediene, dann natürlich in der Absicht, die mir genehmen in nachkonziliarer Zeit aufzugreifen und die Gegenteiligen unter den Tisch fallen zu lassen. Die Tat verlangt bekanntlich eine eindeutige Direktive. Das, was ich mit den Texten auf den Weg bringe, wird sich in nachkonziliarer Zeit immer mehr gegen die bremsenden Kräfte, die sich auf die traditionskonformen Passagen beziehen, durchsetzen. Ich kann, darüber bin ich mir im Klaren, die innerkirchliche Revolution auf dem Konzil nicht vollenden. Meine Aufgabe ist es, sie in Gang zu setzen.
sozusagen eine Lawine loszutreten, die sich aus ihrer inneren Dynamik heraus in nachkonziliarer Zeit immer mehr vergrößert und schließlich alles niederwalzt, was sich ihr in den Weg stellt. Die Konzessionen, die ich machen muss, werden die Revolution nicht verhindern. Sie werden den Prozess nur verlangsamen. Übrigens werde ich die erforderliche Mehrheit für meine Texte nicht zuletzt dadurch erreichen, dass ich, im Gegensatz zu den Konservativen, über eine außerordentlich produktive Pressestelle verfüge. Ich werde die Konzilsväter mit Flugblättern geradezu bombardieren, und diese werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Kräftige Unterstützung werde ich dabei von der Weltpresse erhalten. Sie wird von Beginn an erheblichen Druck auf die Versammlung ausüben, indem sie den Konzilsvätern in den Ohren liegt und ständig von den Hoffnungen und Erwartungen der Welt spricht, die das Konzil nicht enttäuschen dürfe, wenn die Kirche von der Welt akzeptiert werden wolle. Nur so können sie die Menschen heute noch erreichen. Andernfalls würden sie der Kirche den Rücken kehren. Das wird den Bischöfen einen Schrecken einjagen, der sie für meine Absichten empfänglich macht. Von der Tatsache, dass die Revolutionäre auf dem Konzil zu dem unlauteren Mittel mehrdeutiger Formulierungen gegriffen haben, berichtet Pater Ralf Wildgen, der wegen seiner objektiven Berichterstattung von vielen Seiten Lob erfuhr in seiner Geschichte des Konzils mit dem Titel »Der Rhein fließt in den Tiber« folgendermaßen. Als das vom liberalen Geist geprägte Schema über die Kollegialität zur Debatte stand, hatte eine Gruppe von konservativen Konzilsvätern und Generaloberen unter Hinweis auf Zweideutigkeiten in diesem Schema mehrfach vergeblich versucht, Paul VI. Zum Eingreifen zu bewegen. Nun machte einer der extremen Liberalen den Fehler, schriftlich auf einige von diesen zweideutigen Passagen Bezug zu nehmen und anzugeben, wie sie nach dem Konzil interpretiert werden würden. Dieser Text fiel der oben genannten Gruppe von konservativen Kardinälen und Generaloberen in die Hände, deren Vertreter ihn dem Papst brachten. Papst Paul erkannte endlich, dass er getäuscht worden war, brach zusammen und weinte. Zitat Ende. Die Revolutionäre mussten, um ihre Ziele verwirklichen zu können, zum Mittel interpretationsfähiger Formulierungen greifen, denn hätten sie ihre wahren Absichten formuliert, dann hätten sie in der Konzilsaula keine Mehrheit für ihre Textvorlagen erhalten. Übrigens bestätigt Wildgen auch die Behauptung des Revoluturus, dass die Revolutionäre die Medien erfolgreich für ihre Ziele einsetzten. Sie hatten sich viel früher als die konservativen Konzilsväter zusammengeschlossen, besaßen im Gegensatz zu diesen eine außerordentlich wirkungsvolle Presse, waren finanziell gut ausgestattet und erhielten starke Unterstützung von der Weltpresse. Der Einfluss der progressistischen Fraktion führte dazu, dass viele Konzilsväter nach dem Konzil Ansichten vertraten, die im Widerspruch standen zu Überzeugungen, die sie vor dem Konzil hatten, weshalb Papst Paul VI. Nach den Worten seines Freundes Jean Guiton bemerkte, man kann sogar sagen, dass sich die Mehrzahl der Bischöfe auf die Schulbank oder in den Hörsaal begab. Und viele wunderten sich darüber, dass ihr Standpunkt nach 4 Jahren ein anderer war und ihr Horizont sich erweitert hatte. Dass sie vieles gut hießen, was sie vor dem Konzil für unannehmbar oder gewagt gehalten hatten. Zitat Ende.